Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist wie jedes Jahr. Anlässlich der Grünen Woche 2017 steht das Thema Landwirtschaft im Fokus der Öffentlichkeit und natürlich auch hier im Plenum. Passend zur Kampagne »Wir haben es satt« präsentieren uns die Grünen ein ganzes Bündel an Anträgen und zeigen damit, worum es ihnen eigentlich geht. Nämlich um Deutungshoheit über agrarpolitische Themen und in diesem Jahr besonders mit Blick auf den kommenden September. Ein Großteil Ihrer Vorschläge orientiert sich am Mainstream einer realitätsfremden Agrarwelt. Thematisch nichts Neues sieht man zurück in den Januar 2016 und in die Jahre davor. Wieder öffnen Sie einen Forderungskatalog mit Verallgemeinerungen, Verboten, Geboten, sprich schwarz-weiß soll heißen, wir die Guten, ihr die Bösen. Doch wie vielschichtig sich das Verhältnis entwickelt hat zwischen kritischen Verbrauchern und preisbewussten Konsumenten einerseits und einer an den Bedürfnissen des Marktes orientierten Landwirtschaft andererseits, ignorieren Sie. Auf gesellschaftlicher Ebene wird anhand dieser Diskussion der Strukturwandel nachvollzogen. Parallel zur Situation in den Betrieben verlagern sich die Diskussionen mehr und mehr weg von der Urproduktion im klassischen Sinn. Landleben als Lifestyle, Ernährung als Wellness zeugen davon, wie weit sich unsere Gesellschaft vom bäuerlichen Alltag entfernt hat. Obwohl die Grünen genau wissen, unter welchen Zwängen unser Berufsstand täglich kämpft, befeuern sie diesen Mainstream nach Kräften. Mit Blick auf Wählerstimmen konstruieren Sie, Herr Hofreiter, Zerrbilder und Horrorszenarien für einen Teil der Landwirtschaft entrückten Gesellschaft. Passend dazu belegen Umfragen die ganze Widersprüchlichkeit der öffentlichen Wahrnehmung. Über 70% der Verbraucher halten unsere Lebensmittel für sicher und fühlen sich gut informiert. Gleichzeitig geben 83% der Befragten an, dass sie gegenüber den Bildern und Verpackungsinformationen kein Vertrauen hätten. Und immer weiter gehen Ihre Kennzeichnungsforderungen, wie wir gestern im Agrarausschuss hören konnten. Ihre Politik ist mitverantwortlich für diese Verunsicherung. Entlang von Feindbildern, mal die Landwirte, mal die Ernährungswirtschaft oder der Einzelhandel, skandalisieren Sie regelmäßig und das gerne im Januar. Herr Kollege von der Marwitz, darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Nein, gestatten Sie keine Zwischenfragen? Nein, kann er nachher fragen. Gut, dann gilt das für alle. Er gestattet keine Zwischenfragen, bitte. Unerwähnt bleiben hingegen, welche Fortschritte sich entwickeln und welche Standards wir in Deutschland eingeführt haben. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Ihre Forderungen, zum Beispiel Sofortmaßnahmen für die Agrarwende, für eine bäuerlich-ökologische Landwirtschaft und gutes Essen von unseren europäischen Nachbarn, geschweige denn dem Rest der Welt, verstanden oder geteilt wird. Diese absolut gesetzte Parole ist eine Beleidigung meines Berufsstands, denn wir tun nichts anderes, als gutes Essen zu produzieren, schon allein, um unsere Existenz nicht zu gefährden. Doch bei aller Meinungsverschiedenheit bietet die agrarpolitische Diskussion reichlich Anlass zur Selbstanalyse und zur Debatte über die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Branche. Niemand bestreitet, dass es Missstände gibt, die beseitigt werden müssen. Mist auch Stände, richtig, lieber Kollege. Ob in der Tierhaltung, beim Einsatz von Pflanzenschutz und Düngemitteln oder in der Verarbeitung von Lebensmitteln. Doch Regelverstöße ärgern uns Landwirte zuallererst, weil wir genau wissen, dass schwarze Schafe die ganze Branche schwächen und schädigen. Dass wir uns in einem nicht aufzuhaltenden Wandlungsprozess befinden, ist jedem von uns mehr als bewusst. Die Bedürfnisse unserer Gesellschaft verändern sich. Natürlich müssen wir uns bestimmte gesellschaftliche Fragen stellen und sie in die politische Entscheidung mit einfließen lassen. Auch unsere unternehmerischen Handlungsmöglichkeiten müssen wir neu definieren und ausrichten. Allerdings geht das nicht in Handumdrehen. Getätigte Investitionen binden uns teilweise über zwei Jahrzehnte. Man muss der Landwirtschaft die Zeit geben, die sie benötigt, um sich im Transformationsprozess zu orientieren. Deshalb ist es die Aufgabe der Politik, einerseits für Planungssicherheit zu sorgen und andererseits die gewünschten Veränderungen finanziell zu begleiten. Die nächste GAP-Reform bietet da echte Chancen. Parlamentarische Schnellschüsse, gesellschaftliche Kampagnen und Populismus sind unfair und unredlich. Ständige Kritik führt nur zu einer Wagenburg-Mentalität, die immer hoffnungsloser erscheint und in einer Sackgasse endet.
Doch nicht nur die Landwirtschaft steckt tief in einem Wandlungsprozess. Betroffen sind mit ihr weite Teile des ländlichen Raums. Der Strukturwandel schreitet ungebremst voran. Entleerte Dörfer und demografische Faktoren wie Alterung der Bevölkerung und Rückgang der Erwerbstätigen tun ihr Übriges. In Ostdeutschland ist die Situation deutlich dramatischer als im Westen. Deshalb ist es besonders wichtig, Anreize für Landwirte und den ländlichen Raum zu schaffen. Wie uns allen bekannt, war die landwirtschaftliche Urproduktion bis in die 80er Jahre die dominierende Wirtschaftskraft in den Dörfern. Heute hingegen ist ihre Position als Wirtschaftsmotor und Arbeitgeber in den Regionen deutlich geschwächt. Sinkende Betriebs- und Mitarbeiterzahlen zeigen dies unmissverständlich. Optisch formt die Landwirtschaft noch die Landstriche Deutschlands. Doch die Wirtschaft in den Regionen ist, wenn überhaupt, mehr geprägt von Handwerk, Gewerbe und mittelständischen Unternehmen, teilweise sogar von Hidden Champions, wir haben es heute schon vom Minister gehört, als von den wenig verbliebenen Landwirten. Der Anteil der landwirtschaftlichen Urproduktion am Bruttoinlandsprodukt liegt heute nur noch bei unter 1%. Viele von Ihnen kennen meine Position, und ich werde nicht müde, auch bei dieser Gelegenheit wieder darauf hinzuweisen, dass eine erweiterte Förderung des ländlichen Raums notwendig ist. Nur so kann gewährleistet werden, dass wir unsere Dörfer leistungsfähig und lebenswert erhalten. Dazu zählt neben der Unterstützung für Unternehmen, Ärzten und Daseinsvorsorgern auch die Infrastrukturförderung, wie zum Beispiel Breitbandausbau, wir haben es heute schon gehört, ÖPNV, SPNV und nicht zuletzt das vielfältige Engagement der Ehrenamtlichen, die gerade in unseren Dörfern das soziale Netz engmaschig halten, ob in Kirchen, Vereinen, Verbänden und der Feuerwehr. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt noch auf dem Land. Ländliche Räume leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands. Deshalb brauchen wir neue Perspektiven fürs Land. Wie die Bundesregierung richtig in ihrem Bericht schreibt, regionale Disparitäten im Hinblick auf gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland erfordern weiterhin ein gemeinsames, aktives Vorgehen von Bund und Ländern, um diese Entwicklung aktiv mitzugestalten. Die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz, kurz GAK genannt, und zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zusammen mit den EU-Struktur- und Investitionsfonds sind eine wichtige Grundlage für die Förderung. Mit der Neuorientierung der GAK im Frühjahr haben wir die engen Grenzen des Artikel 91 im Grundgesetz über den eigentlichen Schwerpunkt der GAK auf den ländlichen Raum erweitert. Ein wichtiger und richtiger Wegweiser. Darüber hinaus haben wir in den letzten beiden Haushaltsjahren mehr als 500 Millionen in den ländlichen Raum investiert, zusätzlich zum Haushaltsansatz, versteht sich. Deswegen muss es auch weiterhin unser Auftrag bleiben, die gesamte Förderung der ländlichen Räume weiterzuentwickeln und die Verteilung der Mittel sinnvoll und nachhaltig auszugestalten, wenn wir die ländlichen Regionen als eigenständige Lebens-, Wirtschaft- und Erholungsräume stärken wollen. Trotz Weiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz hat für mich der bleibende Bezug zur Landwirtschaft höchste Priorität. Auf ihre räumlichen Bindung an Grund und Boden ist es von besonderer Wichtigkeit, das unternehmerische Engagement der Landwirtschaft zu stärken. Schließlich sind unsere Landwirte schon seit Generationen in Deutschlands Region verwurzelt. Deshalb geht mein Appell vor allem an meine Berufskollegen auf den Äckern und in den Ställen. Werdet innovativ, weckt euren Unternehmergeist. Es geht um die Schaffung von Perspektiven. Der ländliche Raum hat das Potenzial zum Zukunftslabor und berührt viele wichtige Fragen unserer Zeit, von der Lebensmittelproduktion übers Flächenmanagement. Und lieber Herr Backhaus, da muss ich noch mal kurz auf Ihre Rede eingehen. Sie kommen 25 Jahre zu spät. Die Flächen sind längst verteilt. Die paar Flächen, die heute noch zu verteilen sind, sind mittlerweile letztlich nur noch Bruchteil der Flächen, die von dem Staat noch frei verfügbar sind. Also insofern, ja, liebe Kollegen, die Ausgestaltung des Umwelt- und Naturschutzes, Fragen einer modernen Daseinsvorsorge bis hin zur Energiewirtschaft, Integration und Zuwanderung. Und nicht zuletzt nimmt der Tourismus einen immer größeren Stellenwert ein. Ein Großteil dieser Themenfelder listet der Bericht der Bundesregierung auf und bietet so eine Bestandsaufnahme, die in die Zukunft weist. Auch das Plädoyer unseres Bundesministers für den gesamten
ich weiß, ich komme zum Schluss. Auch das Plädoyer unseres Bundesministers für ein integratives Ministerium mit Zuständigkeit für den gesamten ländlichen Raum sollte in diesem Zusammenhang Erwähnung finden und offen diskutiert werden. Ich fordere Sie alle auf, sich konstruktiv an der Diskussion für lebenswerte ländliche Räume zu beteiligen. Gemeinsam müssen wir für eine Politik arbeiten, die sich an den Grundbedürfnissen der Menschen in der Stadt und auf dem Lande orientiert. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Ebner, Frau Kollegin, jetzt hat der Kollege Ebner um das Wort zu einer Kurzintervention, ich betone kurz, Herr Kollege Ebner, gebeten. Bitte schön.